Hallo, herzlich willkommen zurück bei Ori and the Blind Forest. In der letzten Folge habe ich mich ganz schön geärgert und mich auch ganz schön abgemüht hier mit den Gegnern. Das war ganz schön lästig, ehrlich gesagt. So, aber diesmal, ich habe es jetzt endlich hier hoch geschafft und bin auch wieder voll aufgefüllt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich wieder volle Lebenspunkte habe. Ach so, genau, ich bin da diesen Kletterpfad komplett unbeschadet entlang gewandert. Aber hier dieses Tal des Windes, wo ich jetzt gerade frisch reingekommen bin, ist ganz schön schwierig. Und vor allem diese abgefuckten Vögel, die mir auf die Nerven. Muss ich da jetzt rüber? Und wenn ich das nicht schaffe, falle ich wieder nach unten? Oder was? Wie soll ich das denn hinbekommen? Den ganzen Scheiß kann ich schon wieder machen. Ich werd wahnsinnig. Ich dachte, es wird besser, diese Folge. Wie soll ich denn da oben drüber kommen? Und vor allem diese blöden Vögel sind wieder da. Muss ich da schon wieder einen Speicherpunkt hinmachen, wa? Yo, stoß mich noch in die Dorn, du Wichser. Jetzt ist alles verloren. Ich habe gleich keine Lust mehr, ey. Ich glaube es nicht, ne? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie zum Henker soll ich das denn schaffen? Ich wollte hier mich mal gerade dran setzen an den PC und so ein bisschen lockerlässig, schön entspannt Ori and the Blind Forest spielen. Und dann gibt es hier so eine Scheiße, wo ich tausendmal kaputt gehe. Ich glaube es echt nicht. Komm, leck mich am Arsch, ey. Ich mache jetzt einen Cut hier. So, ich stehe jetzt wieder hier an dieser Stelle. Wie soll ich da rüberkommen? Das ist doch unmöglich. Hier kann ich nicht rüberklettern, ne? Irgendeine andere Fähigkeit habe ich auch noch nicht. Und speichern kann ich auch nicht. Nee, ist klar. Leute, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich krieg's nicht hin. Also ich war jetzt tausendmal da oben. Ich habe noch einen Fähigkeitenpunkt. Wieso, wo habe ich den denn jetzt her? So, jetzt kann ich zwei Ziele auf einmal treffen. Na, immerhin. Ich gehe jetzt mal woanders hin. Also, ich komme da oben nicht über diesen Abgrund. Ich komme da nicht drüber. Ups, ich komme da nicht drüber. Da kann ich springen, so viel ich will. Und hier komme ich nicht weiter. Weil hier diese Dinger sind. Vielleicht bin ich hier auch einfach noch falsch. Dass ich diese Teile später kaputt machen kann oder so. Aber da hinten komme ich nicht drüber gesprungen. Ich habe es jetzt wirklich tausendmal ausprobiert. Lasst mich in Ruhe, ihr Blödmänner. Also sowas, oder? Speichern wir hier nochmal. Ich habe nämlich gesehen, dass ich, dass ich hier auch noch nicht gekommen bin. Vielleicht ist da ja irgendwas für mich. Also da komme ich definitiv nicht weiter. Vielleicht ist das einfach das Problem. Hohlhain. Ja.
Hier war ich noch gar nicht. Konnte ich da noch nicht klettern oder was? Na toll. Guck mal, wie leicht die hier kaputt gehen. Ich war da hinten tatsächlich jetzt einfach in einem Gebiet, was noch zu schwer für mich war und wo ich noch nicht weiterkomme. Und ich racker mich da ab. Oh Mann, oh Mann. Also falls mir jemand einen Tipp gegeben hat in einer der letzten Folgen, wie ich das denn zu machen habe, vielen Dank. Huch. Wie? Ach, du Schande. Ha? So, ich speichere jetzt hier mal. So. Jetzt können wir uns mal hier vernünftig drum kümmern. War nicht zu fassen, oder? Irks, was ist das denn? Nee, das sieht ja schon wieder aus wie Kokon. Wie von einer Spinne oder so. Ah, guck mal, da oben komme ich auch nicht durch. Das ist wieder so ein Tor. Das heißt, bringt also jetzt auch gerade gar nichts, wenn ich da hoch klettere. Tschum. Tschum, tschum. Oh. Hm. Muss mir das jetzt auch jedes Mal angucken. Ach, leck mich doch am Arsch mit diesen blöden Sachen hier mal. Wie komme ich denn da rüber? Gibt keine Möglichkeit für mich, darüber zu kommen. Ist das wahr? Ist das jetzt schon wieder was, wo ich nicht weiterkomme? Das kann ich ja eigentlich gar nicht glauben. Also ich kann nicht tauchen. Hier komme ich nicht durch die Barrieren. Hier geht's nicht weiter. Hier, kann ich auch irgendwie nichts machen. Tauchen geht nicht. Hier unten komme ich nicht hin, weil diese Barriere da nicht kaputt geht. Und hier hinten komme ich auch nicht weiter. Das ist auch eine Barriere. Aber ich habe das hier freigeschaltet jetzt, ne? Wieso kriege ich das denn da hinten zum Beispiel nicht kaputt? Das. Nee. Ach, egal. Ja, Leute, ne? Spannend irgendwie. Wie ich hier gar nicht... zurechtkomme. Und ich habe ja auch nur zwei Dinger. Kann ich hier hochklettern? Ach, ich kann hier dran hochklettern. Na gut, okay. Aber bringt mir gerade mal gar nichts. Ich komme da nicht hoch. Ja, bin ich denn blöd? Habe ich denn irgendwas übersehen oder was ist hier los? Ach. Ja, hallo. Wer sagt mir das denn? Gut, ich habe jetzt gerade keine Energie mehr. Ach, das muss ich auch kaputt machen. Ah, interessant. Dann fällt das nach unten oder so. Alles klar. Na gut, dann bin ich auch jetzt ein bisschen beruhigt. Also kann ich hier offenbar doch weitermachen. Und zwar... Gut, dann gehe ich jetzt erstmal hier unten lang, oder? Ach, nachher gehe ich schon wieder kaputt. Also hier kann ich nicht drüber springen, das sehe ich jetzt schon. Das sehe ich jetzt bereits. Deswegen direkt nach unten. Einmal speichern. Jetzt bin ich ein bisschen beruhigt.
So. Einmal auf die Karte. Links geht's nicht weiter. Das heißt, gehen wir erstmal nach links. Eine Energiezelle gefunden. Cool. Aber ich brauche überall bisher 4 Energiezellen. Und nicht 3. Das heißt, ich muss noch eine finden. Habe ich denn eine übersehen? Hm. Kann gut sein. Naja, gut. Ah. Könnt ihr mal gerade speichern, ne? Hier ist wieder so ein Teil, was ich nicht kaputt bekomme. Aber das wird ja dann seinen Grund haben, ne? Kann da gar nicht hoch. Alles klar. Hab's schon verstanden. Hier bin ich. Hallo. Da komme ich nicht dran vorbei. Aber muss ich. So, 9 Fähigkeitspunkt erhalten. Sehr schön. Ein Kartenstück habe ich nicht bisher. Das ist okay. Was ist los? Komme ich da auch nicht hoch? Der hat überhaupt keine Kraft in der Beine. Ah, guck mal da. Tja. Vielleicht bekomme ich jetzt gleich mal eine neue Fähigkeit oder so. Ich kann es mir nicht anders erklären. Weil anders komme ich hier auch nicht weiter. Dornensumpf. Eigentlich bin ich ja ganz gut in Jump'n'Runs, ne? Aber das Spiel hat doch jetzt seinen Schwierigkeitsgrad ganz schön angezogen. Ah, guck mal. Erhöht Stärke und Radius des Lichtstrahls. Ich habe noch keinen Lichtstrahl. Eingesammelte Vitalität wird verdoppelt. Halbiert die Kosten der Stichflamme. Die meisten Gegenstände werden automatisch eingesammelt. Den Sprint in der Luft benutzen. Oh ja, ich glaube, das würde mich schon weiterbringen. Also, versuchen wir mal, das als nächstes zu erreichen. Dann komme ich auf jeden Fall weiter.
Und speichern wollte ich. So, Leute, damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde gerne noch eine Runde spielen. Mache ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.